Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The Coma Recap. Wir befinden uns immer noch in unserem Klassenzimmer. Hier hatten wir sonst weiter nichts. Dieses komische Rote hier konnten wir nicht untersuchen. Und ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Ich glaube, das war auch mit E. It's locked tight. Es ist abgeschlossen. Okay, dann müssen wir doch vorne rausgehen. Ich wollte doch mal hinten schauen. Ich will eigentlich gar nicht. Da draußen können uns so schreckliche Dinge erwarten. Dieser Ort ist viel zu ruhig. Hallo? Ist da jemand? Hey. Hey. Oh, das sieht nach unserer Lehrerin Miss Song aus, aber ich fürchte, das wird sie nicht sein. Miss Song? Oh Gott, ich habe Angst. Miss Song? Sind Sie das? Oh, das... Seht euch mal die Augen an. Mit der stimmt irgendwas nicht. Miss Song? Juhu. Oh, ach so, Miss Song, Phrase. Miss Song, ist sie diejenige, die ich für dich sein soll? Es tut mir leid, ich habe unser Treffen verpasst. Ich bin so ein Idiot. Ist alles in Ordnung? Sie sehen irgendwie blass aus. Ja, Liebes, alles ist in Ordnung. Warum kommst du nicht ein bisschen näher? Oh, ich will da nicht... Geh da ja nicht hin. Geh da bloß nicht hin. Okay. Jetzt geht's los. Ich kann gar nicht glauben, dass ich so ein Glück habe. Ich sollte es aber nicht zu sehr versuchen. Sollten wir nicht für morgen ein neues Treffen vereinbaren? Ich kann sie gerade kaum sehen. Komm zu mir. Was? Komm her! Wie sie austickt. Oh, au, au. Die Tür ist verschlossen. Okay, das hat mir jetzt... Ich weiß gar nicht. Oh, oh. Oh mein Gott, die sind im Weg. Ich muss ins Badezimmer. Ja, das war ja schön. Der erste Tod kam schnell. Wir könnten jetzt direkt aufhören. Das wäre dann eine sehr kurze Folge. 2 Minuten, tschüss, ich gehe wieder. Wir laden natürlich. Ich muss ins Badezimmer. Da habe ich gar nicht so schnell drauf geachtet. So... Laden wir wieder. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, die ganze Unterhaltung nochmal führen. Die werden wir dann einfach ein bisschen skippen. Das Ort ist zu ruhig. Mit der Steuerung ist es noch ein bisschen... So, hier. Mein Gott, die Sachen sind im Weg. Ich muss ins Badezimmer kommen. Okay. Da ging es noch weiter. Ich war nur zu langsam. Oh mein Gott. Miss Song hat komplett den Verstand verloren. Was soll ich nur machen? Wir müssen uns verstecken, wie es scheint. Oh Gott, es wird doch sowas von schief gehen. Hier, versteck dich. Oh Gott. Was ist böse? Okay, wir hatten uns versteckt. Ist sie weg? Ich wäre mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Können den... Oh Gott, ich muss hier rausgehen wieder. Okay, wir haben uns gerade in der Toilette versteckt und ich kann leider nicht raus gucken, ob sie noch da ist. Wir könnten hier gucken, was hier ist. Es ist so dunkel und unheimlich. Es fühlt sich so an, als würde diese Schule einfach nur durch das dunkle Nichts schweben. Okay... Gott, ich habe Angst. Was zur Hölle war das? Was ist das? Mit W irgendwas machen? Keine Taschenlampe und S, dann verstecken wir uns. Moment, ich muss eben mal probieren. Jetzt kann ich gerade nicht mehr S machen. Warum? Hallo? Hallo? Was passiert hier gerade? Hallo? Moment. Ja, continue bitte. Ich frag mich, was das hier soll. Okay, ich kann nicht mehr wegrennen. Ich kann mich aber gerade gar nicht mehr bewegen. Das alte Bild von einem Mädchen.
Dieses alte Bild ist auf mystische Weise in meiner Tasche erschienen. Wer ist das Mädchen? Sonst haben wir nichts mehr in der Tasche. Night at School. Strange Experience. Das hatten wir schon gelesen. Die Karte habe ich keine. Gates locked. I should find another exit. Was? Die Tür ist verschlossen. Ich sollte einen anderen Ausweg finden. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist gerade sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Wisst ihr was? Ich mache ganz kurz Schluss. Nee, wisst ihr? Ich lade jetzt einfach nochmal. Das ist... So viel haben wir ja gar nicht verloren. Ich muss einfach gerade nochmal laden. Das ist ganz, ganz doof jetzt. Aber ich weiß nicht warum. Ich weiß, es gab einen Bug, aber der sollte eigentlich, glaube ich, gefixt sein. Mit E kommen wir hier raus und überspringen wir jetzt das nochmal ganz schnell. So. Komm zu mir. Ganz bitte. Achso, ich. So. Song hat komplett den Verstand verloren. Wir verstecken uns. Okay, das hat funktioniert diesmal. Ist sie weg? Ich hoffe es. Okay, jetzt müssen wir hier... Was zur Hölle war das? Mit W können wir irgendwie ausweichen und so. Und mit... S können wir die Luft anhalten und uns verstecken. Ist jetzt irgendwas in unserem Notizbuch erschienen, das wir noch nicht wissen? Nein. Alles noch wie gehabt. Alles noch wie gehabt. Die Tür ist verschlossen, ich sollte einen anderen Ausgang finden. Ich müsste mich hier drin vor allem erstmal umgucken. Ich will da gar nicht rausgehen. Ich habe Angst, dass wir gleich wieder so einen Bug haben. Denn eigentlich sollte das hier ja nur weggehen, wenn wir irgendwas tatsächlich machen. Ich weiß auch nicht, wo Miss Song jetzt gerade ist. Hier können wir nicht hin. Aus dem Fenster geschaut haben wir ja eben schon mal. Heilige Scheiße. Ich glaube, dieses Teppichmesser war mit Blut beschmiert. Außerdem sah sie irgendwie krank aus. Wie ein kranker Succubus. Verdammt. Jungho, hör auf, an solche Sachen zu denken. Oh, das kann einfach nicht passieren. Oh, ich muss träumen. Es ist... Das ist nur natürlich nach meiner Paranoia wegen den Examen, dass das alles zu einem solchen Albtraum führt. Autsch. Okay, mich selbst zu schlagen hat nicht geholfen. Die Polizei. Ich bin ein Idiot. Okay. Ruhig bleiben. Oh, nein, was? Ich habe mein Telefon zu Hause vergessen. Ernsthaft? Okay, wir haben jetzt eine Map, wie es scheint. Fragezeichen, Sternchen. Das Blaue sind wir, wenn ich das richtig verstehe, ja? Ach, da ist der Ausgang. Okay. Oder hier ist der Ausgang. Und ich muss mich erstmal zurechtfinden. Das ist auf jeden Fall das West Building. Ich habe gerade nur diese eine Map vermutet. Hier ist mein Klassenzimmer. Das heißt, ich muss mich hier echt erstmal zurechtfinden. Ich weiß, hier sind die Eingänge dazu. Aber wie bewegt man sich hier durch? Ich meine, sind diese geraden Linien unsere... Das sind auf jeden Fall unsere Stockwerke. Hier sind die Toiletten. Und ich glaube, es ist einfach sozusagen, der Flur ist hier. Wir könnten also die erste Treppe runtergehen, aber das ist bestimmt falsch. Das ist ganz bestimmt falsch. Ich würde gerne wissen, ob die hier irgendwo rumsteht. Noch? Mhm. Gibt keine Verlierer. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier direkt die erste Treppe runtergehe, dann steht sie da. Oh Gott, ich habe solche Angst. Nee, ich habe solche Angst. Ich habe vor allem Angst vor diesem Bug. Oh, oh, die ist hier irgendwo.
W ist also... Oh, fuck. Ich meine, Mist. Aua. Au. Okay, ich müsste eigentlich wieder rennen können, ein bisschen. Wir sind unten. Oh, oh. Der Ausgang ist verschlossen. Und schon wieder tot. Okay, was ich jetzt versuchen könnte, ich könnte nochmal, wenn wir das Ganze jetzt nochmal geschafft haben. Okay. Es ist ein bisschen doof, dass die Zeit nicht weiterläuft, obwohl... Es ist ein bisschen doof, dass die Zeit nicht weiterläuft, obwohl wir... Obwohl wir hier einen Dialog haben. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Und ich werde gleich, wenn wir draußen sind, in unser Klassenzimmer zurückgehen, in der Hoffnung, dass ich dann speichern kann. Daran muss ich mich erst irgendwie noch gewöhnen, dass wir nicht... Okay, Eerie. Was zur Hölle war das? Das wissen wir jetzt auch schon, ja. Wir können uns verstecken, ja. Wir gehen mal hier vor. Hier konnten wir nicht. Mit W können wir also so eine Ausweichrolle machen, wenn wir laufen. Okay, das... Wie gesagt, ich versuche jetzt einfach mal in unser Klassenzimmer zurückzukommen. Bis dahin sind wir ja, glaube ich, gekommen. Ich hoffe einfach, das geht. Vermutlich müssen wir... Ist es schon unseres oder ist es noch das davor? Wir könnten es einfach mal versuchen. Ist hier auch ein Speicherpunkt? Ja, hier können wir auch speichern. Sehr gut. Nein, wir überschreiben nicht. Heute ist es übrigens auch schon wieder so spät. Hier. Zurück bitte. Wir haben jetzt hier gespeichert. Ich würde jetzt auch gerne versuchen... Ah, das verbraucht also auch Ausdauer. Aber so können wir vielleicht dafür sorgen, dass hier an uns vorbeigeht. Wir können also an jeder Tafel, wie es aussieht, speichern. Was ist das? Mein Schreibtisch? Was zur blauen Hölle geht hier eigentlich vor sich? Oder was zur Hölle einfach? Da ist auch nichts weiter. Das ist dieser komische... Ist da jetzt was anderes? Nein, das ist dasselbe. Das kennen wir auch schon, den Text. Oh Gott, da ist Blut. Da ist ganz viel Blut. Okay. Hier didn't she found, she won't find me. Also, wir sind versteckt. Sie wird mich hier nicht finden, richtig? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir könnten hier versuchen, nach unten zu gehen. Wo sind wir eigentlich auf der Karte gerade? Wir sind hier vorne. Das heißt, wir könnten hier nach vorne gehen. Die wird hier irgendwo überall random rumlaufen. Wir müssen irgendwie nach draußen gelangen. Ich weiß noch nicht, ob auf der Seite oder auf der hier. Vermutlich kommen wir erstmal nirgendwo raus. Was? Die kann mich sogar hier... mich sogar... Okay, sie ist nicht mehr in der Nähe. Doch, sie ist noch irgendwo in der Nähe. Ich wollte eigentlich hier rein. Komm, geh da rein. Nein! Warum? Wo bin ich überhaupt gerade? Das ist gemein. Okay, der Ausgang ist verschlossen. Großartig. Was soll ich denn jetzt machen? Die Tür bewegt sich kein Stück. Ich muss mir einfach einen Weg nach draußen durchboxen. Autsch, es bringt nichts. Die Türen kann man nicht zerbrechen. Warte.
Der Schulofficer, also der Sicherheitsmann der Schule hat ein. Wait, the school officers are the ones who lock. Ah, die Sicherheitsbeauftragten der Schule sind die, die jeden Abend abschließen. There's a cafeteria between this place and the. Es gibt eine Cafeteria, die diesen Ort und das Hauptgebäude verbindet. Das sollte mich zum Sicherheitsbüro bringen. Please let me. Bitte lass die Tür des Hauptgebäudes offen sein. Ich würde so gern ein. Da können wir uns verstecken. Hier könnten wir uns verstecken. Ich kann nichts sehen, es ist viel zu dunkel. Ich habe Angst, dass sie uns gleich findet. Und ich glaube, fehlt uns schon ein Herzchen? Eigentlich ja, ne? Ich würde so gerne speichern. Ich werde hier sehr, sehr oft speichern. Wohin muss ich eigentlich? Ich muss auf jeden Fall in den dritten Stock. Ach du je. Kann ich hier rein und speichern? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Miss Love Letter attached to it, maybe it was. Das behandelt. Okay, also ein Stein mit einer Liebesbotschaft an irgendjemanden zu schicken. Das wird hier nicht toleriert. Oh Gott, ich will gar nicht. 2F, das ist die Toilette. Ich will einmal nur ganz kurz zu einem Klassenzimmer gehen, abschließen. Ich hoffe, die ist einfach nie in Klassenzimmern. So, wir speichern. Ja, bitte, überschreiben. Oh Gott. Ich werde so oft speichern. Und falls ihr euch wundert, warum ich immer nur eine Folge aufnehme, meine Nerven vertragen nicht mehr. Aber wenn wir jetzt nochmal anfangen müssten, wären wir wenigstens hier. Wir müssen in den dritten Stock gelangen. Da ist die bestimmt auch irgendwo, die Alte. Aber theoretisch, was ist das denn? Was ist das? Der Fernseher ist an, aber es gibt kein Signal. Wenigstens ist es kein kompletter Stromausfall. Lass mal sehen. Die Karte sagt, dass ich geradeaus gehen, dass wenn ich geradeaus gehe, komme ich in die Cafeteria. Und direkt dahinter ist das Hauptgebäude. Das haut doch bestimmt nicht hin. Oh. Die Cafeteria. Okay, hier könnte ich also theoretisch Sachen kaufen und speichern. Das ist gut. Wir speichern hier einfach nochmal, ne? Man kann nie zu viel speichern. Ja, überschreiben bitte. Oh Gott, ich habe solche Angst. Lass die bitte niemals in der Cafeteria oder an einem Safe Point sein. Huch, wer ist das denn? Was macht die denn hier? Hallo? Ja, soll? Hey, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Du lebst noch. Interessant. Gerade so. Mrs. Song hat mich gerade mit einem verdammten Teppichmesser angegriffen. Sie hat wirklich versucht, mich umzubringen. Wir müssen zur Hölle nochmal hier rauskommen. Was tust du überhaupt hier? Beruhig dich. Wenn du in Panik gerätst, wird dich das nur umbringen. Außer es ist das, was du möchtest. Wie zur Hölle soll ich hier ruhig bleiben? Hast du mir gerade nicht zugehört? Keep it downish. Okay, sei leise oder halt den Mund. Langsam bekomme ich das Gefühl, dass du tatsächlich möchtest, dass der Killer uns findet. Killer? Okay. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Ich meine, Miss Song scheint ein bisschen durchgeknallt zu sein. Aber wer weiß schon, was während der Abschlusswoche hier vor sich geht. Die Gefahr ist real. Ich werde nicht noch mehr Zeit damit verschwenden, dich davon zu überzeugen. Diese Miss Song, Moment, this Miss Song of yours may be responsible for the carnage I've seen throughout the school. You're here for a reason, and you can't just leave either. Okay, diese Miss Song scheint für dieses ganze Durcheinander hier in der Schule verantwortlich zu sein. Du bist aus einem guten Grund hier, und du kannst hier nicht einfach wieder weg. Was? Anything that happens in this dark place is linked to your walking, doch, waking world. Alles, was an diesem dunklen Ort geschieht, ist mit der Welt des Wachseins verbunden. Etwas hat dich hierher gebracht. Wenn du wieder gehen möchtest, müssen wir herausfinden, was das ist. Suche nach deinem Schlüssel, um diesen Ort zu betreten und zu verlassen.
dunkler Ort, Schlüssel? Ich meine, hörst du dich gerade überhaupt selbst reden? Du verarschst mich doch, oder? Ah. Du sagtest, der Killer sieht wie dein Lehrer aus, richtig? Wieso sie? Vermutlich solltest du das herausfinden, bevor du hier irgendwo... Before you end up in a ditch, bevor du im Straßengraben landest. Was meinst du mit sieht aus wie sie? Ich sollte Miss Song nach der Schule treffen, aber ich bin während der Prüfung eingeschlafen. Und seit ich wach bin, jagt sie mich. Dieses Ding ist nicht Miss Song. Perhaps some place linked with your teacher will shed light on this. Vielleicht wird ein Ort, der mit deiner Lehrerin verbunden ist, etwas Licht in diese Angelegenheit bringen. Warum versuchst du nicht, dir ihren Schreibtisch genauer anzusehen? Ihr Schreibtisch ist im Lehrerzimmer. Das ist ganz drüben im Hauptgebäude und die Tore sind verschlossen. Und wonach sollte ich überhaupt suchen? Already ahead of you. Ich bin dir schon einen Schritt voraus. Ich habe diese Notiz gefunden, die besagt, dass a student from A1 took the gates key back to his home room, die besagt, dass ein Student aus Klasse 1a den Schlüssel zum Haupttor mit in sein Homeroom, also diese erste Stunde morgens genommen hat. Also has Doris Passcode written on it. Außerdem steht auf der Notiz das Passwort, um durchzukommen. Was ist mit dir? Die Cafeteria ist nicht unbedingt der sicherste Ort, um rumzuhängen. Moment, woher kennst du dich hier überhaupt so gut aus? Ich muss mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Geh einfach zu Klassenzimmer 1a und such nach diesem Schlüssel. Ich sehe dich, Yang Ho. Ja, richtig. Außer einer von uns, also zumindest wenn man davon ausgeht, dass nicht einer von uns erstochen wird. Okay. Was ist das? Wir brauchen also einige Zeit, um solche Türen zu öffnen. Das machen wir auch mit E. Ist hier denn irgendwas? Hier könnten wir vermutlich einkaufen, aber wir haben absolut kein Geld. Das heißt, hier ist abgeschlossen. Es ist fest verschlossen. Und das können wir auch nicht öffnen. Ihr könnt es euch schon denken, ich werde nochmal speichern, bevor wir rausgehen, denn wir müssen jetzt wieder ein ganzes Stück zurücklegen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das immer wieder zu machen und die ganzen Dialoge dann immer wieder durchzugehen. Wir werden sowas von sterben. Ich werde so oft sterben in diesem Spiel. Zurück in diesen Albtraum. Ich kann nicht glauben, dass Yasol mich dazu überredet hat, ins Klassenzimmer 1a zu gehen. Warum sollte ich überhaupt glauben, was sie sagt? Kann ich eigentlich hier... Jetzt kann ich auch in die Mädchentoilette. Und wir können uns hier überall verstecken. Theoretisch zumindest. Am liebsten wäre es ja, wenn wir uns gar nicht verstecken müssten. Ich habe... It's blocking the way. Oh, oh. Aua. Okay. Oh Gott. Wir haben nur noch zwei Herzen. Nein, geh weg. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Alte, geh weg. Okay, sie scheint weg. Ist sie weg? Ich höre die Musik immer noch. Die ist doch hier immer noch in der Nähe. Oh, ich hasse die. Ich hasse die so sehr. Ich hasse die Frau so sehr. Ich hasse sie so sehr. Und ich mag es nicht, dass die Dialoge da verhindern, dass wir weiterlaufen. Okay, ich muss nach unten. Ich muss nach unten. Ich muss nach... Nee, ich bin ja hier schon. Moment. Ja, ich muss ganz bis darüber. Ich bin sowas von tot. Loctite. Ich weiß, dass ich mich verstecken kann vor ihr, in der Hoffnung, dass sie mich nicht sieht. Das ist B. Oh Gott, wir sind sowas von tot. Das ist immer noch B, ja. Hier ist A. Oh, oh. Okay, jetzt ist es nicht mehr verschlossen. Wir können rein.
Und das Erste, was wir machen, ist, wir speichern. Nein, warte, ich, neuer Speicherplatz. Wir haben Leben verloren. Gut. Oh, ich habe solche Angst. Okay, wir müssen diesen Schreibtisch finden. Da hinten, da leuchtet es schon so. Das war falsch. Hier. Hier, da. Hier. Wieso kann ich das jetzt nicht untersuchen? Wieso geht das nicht? Okay, mal ganz kurz. Wir gehen ja immer. Das Loctite. Da komme ich. Ich kann das auch nicht aufschließen. Ich versuche mal eben kurz, ob verstecken und wieder rauskommen. Ob das irgendwas hilft. Denn eigentlich sollte ich ja das Ding hier untersuchen können, oder? Es klappt aber nicht. Es klappt einfach nicht. Versuchen wir es nochmal. Hier, da leuchtet es. War das eine andere Taste? Moment, ich muss mal eben ausprobieren. Ah, vielleicht mit der Flashlight. Jetzt geht's, genau. Den Schlüssel zum Hauptgebäude. Hier ist der Schlüssel zum Hauptgebäude. I'll be able to get into the staff room now. Ich werde damit in der Lage sein, in den... Ja, Staff Room ins Lehrerzimmer zu bekommen. Aber wird mir das wirklich dabei helfen, herauszufinden, was zur Hölle hier gerade vor sich geht? Ich weiß es nicht, aber mach bitte die Taschenlampe wieder aus. Okay, merke, an manchen Stellen brauchen wir die Taschenlampe, damit wir überhaupt... Wir speichern wieder. Ich bin so ein Angsthase. Ich möchte überall speichern können. Okay, ich hoffe einfach mal, dass hier drin sicher ist. Wir müssen zum Staff Room. Das ist wieder hoch in den dritten Stock zur Cafeteria. Wir werden so tot sein. Aber in der Cafeteria könnten wir nochmal speichern. Ich hoffe, wir kommen da jetzt lebendig hin. Cool. Ich will immer Escape drücken. Jetzt kann ich mich schon wieder nicht bewegen, oder wie? Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Oh, ist das... Okay, wir laden einmal hier kurz. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Das ist schön. Ich weiß nicht, warum ich mich eben nicht bewegen. Was willst du hier? Seho? Alter, du bist hier. Heilige Scheiße. Geht's dir gut? Wir müssen hier verschwinden. Dieser Ort ist total wahnsinnig. Hey, tief durchatmen, Bro. Du solltest gerade deine Augen sehen. Okay. Why do you feel like I'm the only one freaking out? Okay, warum habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der hier gerade durchdreht? Miss Song hat mich mit einem Teppichmesser gejagt. Ein Teppichmesser, das mit Blut bedeckt war. Wow, bist du durchgeknallt? Versuchst du mir Angst einzujagen, Bro? Du bist der Liebling der Lehrerin. Why would she... Warum sollte sie von allen Leuten hier versuchen, dich umzubringen? Das macht null Sinn. Ja, richtig, ich mach das auch nicht. Ich weiß. Vertrau mir einfach, Mann. Ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt, aber es passiert. Wenn du sie siehst oder irgendwas, das wie also aussieht wie sie, renn einfach. Anyway, why the hell are you just saying? Aber warum auch immer, warum stehst du hier nur so rum? Look. Sieh mal, wenn ich davon ausgehe, dass es wahr ist, was du sagst, dann such einfach einen vom Sicherheitspersonal der Schule. Sie haben Schlüssel zu allen Türen hier in der Schule, auch zum Haupteingang. They come your way if you flip off the CCTV. Um wie viel möchtest du wetten, dass sie angerannt kommen, wenn wir den CCTV... Ich weiß gar nicht, was ist das, ist das der... Also, wenn wir den runterhauen. Ah, richtig. Hey, gib mir dein Telefon, Alter. Ich werde die Polizei anrufen. Oh, scheiße. Danke, dass du mich daran erinnerst, Alter. Ich vergesse mein Telefon immer oben. Warte mal, Bro, ich bin bald zurück. Ernsthaft? Wir sollten zusammenbleiben. Außerdem, deine Schwarzenegger, deine Arnold Schwarzenegger Impression danach machen, ist voll scheiße. Verdammt, er ist schon weg. Glaubt er wirklich, dass ich einfach nur herumstehe und auf ihn warte? Ah, oh Mann. Nee, das Erste, was wir jetzt machen, ist hier reingehen und speichern.
Ihr dürft mich dafür hassen, dass ich ständig speichere, aber ich habe echt keine Lust, mir die ganzen Dialoge immer wieder und wieder anzuhören. Von daher speichere ich lieber einmal zu viel als zu wenig. Wir sind relativ weit hier vorne. Ich werde ihm jetzt einfach mal folgen, in der Hoffnung, dass wir nicht der Alten begegnen. Auch wenn ich es befürchte. Der Weg hier ist so lang. Oh Gott, wir werden sowas von tot sein. Ich will in die Cafeteria. Zweiter Stock. Dritter Stock. Und theoretisch müsste hier hinten ja schon die Cafeteria gleich sein. Hier, Cafeteria. Ich habe sie genau gehört hinter uns. Ich habe sie ganz genau hinter uns gehört. Ich speichere jetzt nochmal und ganz ehrlich, das war genug Aufregung für heute. Und es tut mir leid, dass hier manchmal so kleine Bugs zu sein scheinen. Das Spiel ist noch relativ neu. Ich speichere übrigens hier erstmal kurz. Nee, warte, wir haben unten. Ich überspeichere mal hier. Ja. Also es tut mir furchtbar leid, das Spiel ist noch relativ neu. Und ich nehme an, weil es noch relativ neu ist, kann es eben sein, dass wir hin und wieder noch kleine Bugs haben, wie zum Beispiel, ich weiß, es gab so einen Bug, dass diese Ausdaueranzeige sich von alleine leert. Den hatten wir noch, der sollte allerdings, glaube ich, gefixt sein. Vermutlich war es einfach, weil wir es direkt im Klassenzimmer, nee, noch in der Toilette ausprobiert haben. Und auch dieses manchmal, dass man nach dem Aufstehen sich da nicht richtig bewegen kann. Da sitzt sie. Wir könnten auch wieder mit ihr reden, aber das möchte ich gerade gar nicht. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich werde jetzt einfach irgendwas Flauschiges tun. Ich werde jetzt, keine Ahnung, eine Runde Golf spielen oder. Aber wir könnten ja erstmal ganz kurz gucken, wie viel die Sache. Ach du je, 500. Eine Flasche mit Wasser. Eine großartige Möglichkeit, um unseren Durst zu reduzieren und unser. Also die stellt Ausdauer wieder her. Restores Health, das ist noch viel teurer, ganz toll. A nice coffee-tainted beverage, good for students who have trouble staying awake. Stop your stomach. Oh, perfekt. Vermutlich für eine kurze Zeit haben wir damit unendlich Ausdauer, weil damit unsere Ausdauer nicht mehr runtergeht. Ich gucke mir jetzt einfach kurz die Sachen. Stamina lädt sich damit schneller wieder auf, aber vermutlich auch nur für eine gewisse Zeit. Die werden alle nicht permanent sein. Das stellt ein bisschen Leben wieder her. Und das hier war ja, stellt auch some. Und hier ist a bit. Das heißt hier, das könnte eventuell ein Herzchen oder ein halbes Herzchen sein, ich weiß nicht. More health, das würde vermutlich, weiß nicht, viel herstellen. Poison, das heißt, wir können auch noch vergiftet und bleeding gibt es auch noch. Ach du Heilige. Das gefällt mir alles noch so gar nicht. Wenn ich mir überlege, wir können. Das sind noch mehr Sachen, das ist wieder a bit. Viel. Oh, das sieht lecker aus. Ich habe gerade so Hunger. Was ist das? Das hatten wir noch nicht. More Stamina. Ganz ehrlich, wir werden, glaube ich, noch so dringend diese ganzen Sachen hier brauchen. Und wir müssen irgendwie Geld finden. Vermutlich müsste ich die Klassenzimmer durchsuchen. Aber das machen wir alles erst nächstes Mal, denn für heute hatte ich echt genug Nervenkitzel. Ich werde mal versuchen, dass ich jeden Abend ein bisschen spiele. Mit einer kleinen Pause dazwischen vielleicht auch mal zwei Folgen aufnehmen, aber huiuiui. Wenn die Bugs zu viel werden, machen wir vielleicht eine Pause, bis die gefixt sind. Noch geht es ja, auch aus diesem Grund so oft speichere. Denn ihr habt ja gesehen, wenn wir da in dem einen Klassenzimmer nicht paranoid gespeichert hätten, hätten wir ein größeres Stück nochmal spielen müssen, wenn wir einfach nicht mehr laufen können. Ich weiß nur nicht, woran das liegt. Das ist alles ein bisschen komisch. Aber ich bin sicher, wie gesagt, das Spiel ist noch relativ neu. Das ist ja die remasterte Version von The Coma. Und ich bin sicher, das liegt einfach daran. Ihr wisst es alle, wenn ein Spiel neu ist, dann hat es noch Bugs. Dann müssen die Spieler erst die finden. Das heißt, falls ihr das auch spielen solltet, lasst euch nicht davon entmutigen, da wird es bestimmt bald irgendwelche Fixes geben. Und falls ich es spiele, lasse ich mich nicht davon entmutigen, also falls, ich tue es ja, solange ich es spiele, lasse ich mich nicht davon entmutigen, denn es wird bestimmt Fixes dafür geben bald. Hoffe ich. Ich will nämlich nicht sterben wegen einem Bug, das wäre so bitter. Und wir haben definitiv 5 Herzchen gehabt und jetzt nur noch 3, das ist noch viel bitterer. Hier könnte ich übrigens auch endlich mal meine Taschenlampe wieder benutzen. Dann könnten wir auch das nochmal ganz kurz sehen. Hier ist unsere hübsche. Die total entspannt ist mit ihren roten Schuhen. Kann ich mir nicht einfach irgendwas nehmen? Ich meine, oh, warte mal, was ist das denn? Ich habe eine Notiz gefunden. Das müssen wir jetzt noch eben schnell angucken. Lockout. Oh Gott, was ist das denn? She held her hand out to me as if she wanted something. Also sie hat ihre Hand nach mir ausgestreckt, als würde sie etwas von mir wollen. At that moment I was suddenly pulled back and woke up. Und in diesem Moment
wurde ich plötzlich zurückgerissen und bin aufgewacht. Ich hatte die ganze Nacht in der Schule geschlafen. Es war ein ungewöhnlicher Traum, aber ich wollte es wieder erleben, wenn ich sie doch nur noch ein einziges Mal sehen könnte. Das wurde von Seho auch geschrieben. Seho, das ja auch schon. Was hat er damit zu tun? Das ist ja der, also unser Freund eben. Das könnten wir jetzt vermutlich aufmachen. Das ist ja unser Kumpel. Ist hier noch mehr? Nee. Okay, das heißt, ich muss sehr viel öfter mit der Taschenlampe rumlaufen. Auch wenn wir dann praktisch von ihr schneller gesehen werden. Aber sonst können wir gar nicht alles aufheben, was da rumliegt. Oh, ich hasse es so sehr. Denn man sieht gar nicht, dass hier eine Notiz war, oder? Die habe ich wirklich nur gesehen, dass hier irgendwas reagiert, weil ich die Taschenlampe anhatte. Ah, ich hätte vorher darauf achten sollen. Mal gucken. Ich kann ja einfach gleich nochmal laden und es mir dann angucken, ob man die Notiz vorher schon gesehen hätte. Aber es war ja auch so, dass dieses blinkende Ding im Klassenzimmer wirklich nur mit der Taschenlampe, mit eingeschalteter Taschenlampe, benutzt werden konnte. Wir sehen zwar so eine ganz kleine Winzigkeit vor uns, gerade so die Hand vor Augen sozusagen, aber alles andere, alles was mit Lesen zu tun hat, sehen wir nicht, wenn es zu dunkel ist. Okay, für heute reicht es aber auch wirklich erstmal. Ich muss nachher nochmal die Notiz einsammeln. Ich hoffe, das vergesse ich da nicht, denn ich werde jetzt nicht speichern. Das tue ich jetzt nicht. Oh, aber ich muss jetzt echt ausmachen. Ich brauche jetzt irgendwas, um meine Nerven zu beruhigen, denn ja, das ist schon ziemlich, wie soll ich sagen, Nerven aufreiben. Vor allem, weil selbst wenn wir auf die Map gucken, das ist das Anstrengende. Selbst wenn wir auf die Map gucken, kann sie sich uns nähern. Die kann uns wirklich überall entgegenkommen, außer in der Cafeteria. Das scheint so ein Safe Room zu sein. Ich weiß nicht, wie es mit den Klassenzimmern ist. Da drin Schränke sind zum Verstecken, gehe ich davon aus, dass auch Klassenzimmer nicht sicher sind. Oder zumindest nur halbwegs sicher. Vielleicht nur sicher, solange sie nicht sieht, dass wir in eins reinlaufen. Mal gucken. Ich bedanke mich jedenfalls dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Lasst mich gerne wissen, ob euch das Spiel überhaupt interessiert oder ob ich mich hier praktisch, ja, alleine und ohne eure Unterstützung durchschlagen muss. Das würde mich sehr freuen. Auch wie euch der Zeichenstil gefällt, denn der gefällt mir unglaublich gut. Ich finde, von der Grafik her finde ich das sehr ansprechend. Eigentlich besser als manch andere Sachen. Also so zu realistisch. Deswegen, ich freue mich auch. Ich habe mir jetzt auch White Day geholt und ich werde mich ganz toll freuen, wenn ich irgendwann White Day spielen kann, wobei mich das noch viel, viel mehr in Angst und Schrecken versetzen wird. Ich weiß noch, als ich den ersten Teil von White Day auch nur angespielt habe, hatte ich nach nicht mal 2 Minuten in der Nacht danach Albträume. White Day ist so böse, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich wollte es nämlich unbedingt spielen. Ich halte mich da auch total spoilerfrei. Ich bin da ganz tapfer gewesen. Ich habe mir bei niemandem und nichts habe ich mir irgendwie White Day angeschaut. Puh. Und ein paar andere schöne Spiele habe ich auch noch. Wenn das klappt, ich glaube, vielleicht gewöhne ich mich dann ja auch langsam ein bisschen dran und wir werden dann ein bisschen mehr Horror zusammen erleben können. Denn ihr wisst ja, ich liebe eigentlich Horror. Und vielleicht geht es dann auch nicht nur um Halloween rum. Jetzt aber nochmal Dankeschön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht euch einfach einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Lasst euch nicht von Geistern, Mördern oder sonst was jagen. Und hoffentlich in alter Frische, gesund und munter und wie immer flauschig. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.